Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir noch ein paar Wirbelwind-Etagen offen auf Welt 27 auf dem Battle Mage. Denn nachdem ich das letzte Mal mich da an die Free Tries so ein bisschen rangetastet habe im Wirbelwind, habe ich danach festgestellt, dass da noch einiges mehr drin ist. Ja, das war einfach nur ein Typ, wo ich jetzt nicht großartig, ja gut, was heißt nicht weiterkam, aber ich musste dann halt nicht mehr, ich musste dann halt für Pilze bezahlen und nicht mehr für Free Tries. Und danach hatte ich aber dann gesehen, dass da doch noch einige Free Tries drin sind im Wirbelwind auf W27 und die schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Bevor wir aber das machen, gucken wir nochmal hier. Ne, die Hydra hatten wir, glaube ich, schon gezeigt letztes Mal. Wir waren beim Arsch mit Ohren, waren wir stehen geblieben. Haben wir auch wieder ein, zwei Etagen geschafft. Und natürlich, ja, ganz knappe Fights hier. Hier den harmlosen Plüschbär, den haben wir auch besiegt. Ich werde mal die Fights einfach, so spannend ist das ja jetzt auch nicht. Aber die letzten 10 Kämpfe wisst ihr ja schon Bescheid. Ja, ich hoffe mal, das wird jetzt wirklich nicht zu pilzintensiv werden. Dann haben wir hier noch Prinz Charming war noch hier am Start gewesen. Und jetzt zuletzt, zu guter Letzt war hier Blümelinchen hier am Start. Ja, und dann haben wir hier soweit alles fertig. Und dann gucken wir mal rüber auf den Battle Mage auf W27. Und schauen mal, was wir da noch so an Free Tries noch rauskriegen. Ja gut, jetzt muss ich natürlich einen Pilz bezahlen, um erstmal hier wieder einzusteigen. Und dann haben wir hier tatsächlich, okay. Ach, warte mal, ich habe ja noch vergessen, wurde ich letztes Mal darauf hingewiesen, bei Intelligenz, ja, bei Geschick habe ich jetzt schon mittlerweile ein bisschen geskillt, ein paar Basisattribute und in Intelligenz muss ich auch noch ein bisschen was reinskillen, denn hier kosten die Upgrades tatsächlich jetzt nur noch 4 Gold, jetzt momentan 5. Also da kann man auf jeden Fall sich noch, auch wenn es mir als Battlemage natürlich nichts bringt, und ich durch meine Intelligenzhandschuhe sowieso Intelligenz besitze als Battlemage, was nicht so gut ist, kann man aber trotzdem für das bisschen, also ich hatte das bisher halt gar nicht gelevelt, Geschick und Intelligenz, für das bisschen Gold, was man hier zum Fenster rausschmeißt, kann man doch ganz gut so ein bisschen Widerstand noch hochziehen. Ich meine, das kostet jetzt nicht viel Geld mehr im Vergleich zu, ja, früher auf jeden Fall, als die anderen Sachen auf jeden Fall wichtiger waren als jetzt Geschick und Intelligenz. Aber ich sag mal, für den Preis kann man sich da doch schon ein bisschen Widerstand holen gegen die anderen Gegner, finde ich. Und ja, das macht jetzt nun wirklich den Kohl nicht fett. Und deswegen werde ich jetzt hier noch ein bisschen reinskillen. Geschick werde ich auch noch so weit hochziehen, bis ich das auf 1000 habe. Ja, also 1000, bis das halt 1000 Gold kostet, so in etwa. So, dann haben wir das hier nämlich ungefähr gleich. 610 auf beides, das ist schon okay, sag ich mal. Nachher, ja, jetzt ist es halt immer noch günstig im Vergleich zu den anderen Skillpunkten, die wir hier offen haben, die schon deutlich, deutlich mehr kosten. Aber ja, anscheinend, wir gucken nochmal einen Wirbelwind. Ja, da haben wir wieder ein Free Try. Das müsste auch wieder ein Free Try sein. Ja, wir haben so ein, zwei Gegner dabei. Ah, Mensch. Ah, jetzt werden die schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich wollte eigentlich nicht... Ah, okay, dann haben wir wieder ein Free Try. Und noch einer. So, gut, der kostet wieder. Ja, also man sieht, es sind noch zwischendurch immer sehr, sehr viele Free Tries. Und ich habe halt den Wirbelwind Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten nicht angegriffen. Okay, der war ein bisschen stärker. Ich werde jetzt von Mal zu Mal jetzt ein bisschen mehr mich auf den Wirbelwind hier konzentrieren, dass ich da nochmal so ein bisschen weiterkomme, damit ich auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte generieren kann hier auf dem Battle Mage. Ich habe jetzt übrigens eine etwas neue Waffe. Das hier ist ja noch meine alte, die ich vorher hatte, aber ich habe jetzt eine ganz gute gefunden mit einer besseren Spanne und so weiter und so fort. Ich booste zwar dafür ein paar Attribute ein von Ausdauer und Glück, aber bei Glück bin ich sowieso noch auf 50%, also von daher ist das nicht ganz so wild. Und ich habe da dann auch noch einen schwarzen Edelstein reingesetzt, das gleicht das Ganze dann wieder ein bisschen aus. Ja, ansonsten gucken wir mal, was haben wir hier noch so auf dem Server. Schuhe ist leider beim Zauberladen nicht erwünscht bei der Hexe. Da werfen wir mal einfach sowas hier rein, das ist jetzt auch nicht weiter wild. So, wir können mal einen Edelstein suchen. Das können wir mal machen.
Wir haben jetzt momentan keinen weiter auf Tasche. Ja, festungsmäßig baue ich jetzt hier die Kaserne aus, damit ich auch mal ein bisschen weiter hier hochkomme in der Festung. Ich habe jetzt einen Festungspartner gefunden, das ist ganz gut, weil ja momentan die meisten ihre Verteidigung doch schon ein bisschen weiter ausgebaut haben, als mir das eigentlich lieb ist. Und deswegen ja, ist das ganz gut, dass wir da in dem Bereich schon mal jemanden gefunden haben, damit ich mich so ein bisschen auch weiter in der Festungsehrenhalle nach oben kämpfen kann, damit ich dann auch bessere Leute wieder bekomme. Ja, also das wäre mir noch ganz wichtig an der Stelle, dass das in nächster Zeit dann auch ja, besser wird, sag ich mal. Jo. Ich werde jetzt diese beiden Geschicke nochmal ein bisschen weiter hochskillen, hier bis auf 2500 so ungefähr. Und dann ist das erstmal gut wieder hier mit den. Also man könnte es immer noch weiter hochziehen, das wäre jetzt auch kein Problem. Kostet immer noch nicht die Welt, sag ich mal. Aber so ist das in Ordnung. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal rüber. Was haben wir hier? Noch ein Fight auf Welt 31 mit der gut gemeinten Fee hier. Es sind wirklich unglaublich. Es sind wirklich sehr, sehr viele Krieger im Wirbelwindsturm allgemein in den Dungeons. Warum sind so viele Krieger in den Dungeons und im Wirbelwind? Es ist unglaublich. Alleine auf der letzten, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ne? Alleine in den letzten 10 Etagen vom Wirbelwind sind 6 Krieger vertreten. Warum muss das denn so sein? Ja, ich verstehe es nicht. Gut, werfen wir nochmal einen kleinen Blick hier auf Welt 39. Was haben wir hier für eine Quest? 5x Dungeon-Kampf. Hier läuft das eigentlich auch relativ gut, sag ich mal. Ja, 57. Mir fehlt noch ein Spiegelstück hier, eine Scherbe. Dann habe ich den Spiegel auch zusammen. Ist ganz okay. Mein Sammelalbum wird auch langsam ein bisschen besser hier. Wie gesagt, immer alle 10 Minuten mit Free Tries. Weiter wird da nichts hier investiert. Und ja, was haben wir hier? Ich habe hier noch ein, zwei Dungeons Fights hier noch. Mal gucken, wir können uns ja den von eben nochmal angucken, was der Berserker hier so raushaut. Weil der ist eigentlich auch, ja sag ich mal, ist eigentlich auch ein recht starker Gegner für mich jetzt momentan. Deswegen müsste ich ja eine gute Kombination, eine gute Links-Rechts-Kombi rausgehauen haben. Oder halt kontinuierlich immer ein, zwei Schläge, das geht natürlich auch. Ja, 2 bis 3 Schläge und dann ist er meistens down hier. Gut, ich habe hier noch ein paar gespeichert. Ich glaube, gegen den war das gewesen. Da habe ich eine relativ starke Kombination rausgehauen. Ich bin mir jetzt relativ unsicher. Ja, das ist diese hier, genau. Ja, da sind wir ganz gut abgegangen. Hier, Fleischigolem. Dann sind wir noch beim Herr der Finsternis gewesen. Ich habe auch ein paar Dungeons, habe ich tatsächlich nicht gespeichert. Immer mal so, wenn, ja, keine Ahnung, wenn ich dran gedacht habe. Also ein paar haben wir jetzt auch schon geskippt, aber so ein, ja, so besonders ist das jetzt hier ja auch nicht auf dem Server. Sag ich mal, in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen hier, das ist ja alles noch relativ human. Und ja, so mache ich hier immer weiter auf dem Server, komme immer stetig Stück für Stück voran. Und ja, ich muss so langsam mal zusehen, dass ich mal hier, ja, mir gezielt Items raussuche, weil so langsam, na gut, hier gab es nochmal 2 Items, so langsam wird es echt schwierig so. Ich sag mal so nachher ab 60%, da muss man echt schon gucken, wo man bleibt, so mit den Items aus dem Sammelalbum, denn da wird es nämlich für die, die Random-Angriffe, die ich sonst immer mache hier auf dem Server, die klappen nachher dann nicht mehr so gut. Und ja, man findet halt nicht mehr so viele Items wie vorher. Deswegen muss man sich so langsam auf die gezielte Suche machen nach den Items, damit man dann auch fündig wird, ja. Ich sag mal so bis 50-60% kann man das machen. Einfach in der Ehrenhalle gehen, random ein paar Leute angreifen und dann ist das in Ordnung, ja. Aber danach wird es halt dann echt, da wird es echt komplizierter mit der Zeit. Und da muss man dann wirklich zusehen, dass man da auf die gezielte Suche nach dem Item dann auch geht, ja. Ansonsten, ja, kann man da noch sehr, sehr lange angreifen, sag ich mal. Gut, ich mache hier noch meine Festungsangriffe zu Ende hier. Falls nochmal jemand dabei ist, würde es mich freuen. Ja, den können wir nochmal abfarmen hier. Gut, dann haben wir hier nämlich auch soweit alles fertig. Ja, aber ich halte mich auf jeden Fall in den Top 1000 hier. Das finde ich eigentlich, ja, für meine Spielweise eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen.
Unsere Gilde ist jetzt hier auf Platz 12 momentan. In der Festungsehrenhalle bin ich hier auf Platz 530, ist auch okay. Ja, und bei den Pets bin ich natürlich noch nicht, geschweige denn von der Unterwelt. Aber das ist auch nicht weiter wild. Gut, das soll es denn soweit gewesen sein zu dem heutigen Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ja, falls es der Fall sein sollte, könnt ihr ja lieben gerne eine Bewertung dazu dalassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.